So. The Season of the Warlock. Einstellung. Musiklautstärke. Da sehe ich mich gleich mal ein bisschen weiter unten. Vollbild. An. Haben wir. Steuerung. La. Effektlautstärke. Videolautstärke. Na, wir gucken mal, was das hier wird. Ich hoffe, ich muss hier nicht zu sehr mit dem Lautstärkeregler hin und her stellen. Und Untertitel sind an, sonst gibt es... Alles klar. News 13% Schaden. Was? Aussteuer plus Ampel. Was? Onkel schreibt merkwürdige Dinge in den Chat. Hallöchen, Ains. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Kitty Cat. Hallo, ihr zwei. Okay. Kurze Beschreibung. Ausrad hoch, runter. Inventar öffnen und schließen. Typisch Point and Click. Bisschen zumindest. Inventar Gegenstände abwählen. Rechtsklick, Linksklick, Interaktion, Dialogzeilen überspringen. Doppelt. Schnelles Bewegen, Abkürzungen. Okay. Zwischensequenz überspringen. F5, Schnellspeicherfunktion. F8, schnelles Laden. I, Inventar öffnen, schließen. Leertaste, Pause. Ach, irgendwelche Clips. Ja, nee, sorry, da kann er jetzt gerade. Ist ungünstig im Moment. Gut. Alles klar. Willkommen bei der Demo von The Season of the Warlock. Bitte denke daran, dass dies nur ein Ausschnitt eines viel größeren und komplexeren Spiels ist. Die Szene, die du spielen wirst, findet direkt nach der Einführung statt, also hier ein Rückblick. Am Anfang des Spiels gehen Lord Alistair Ainsworth und sein Diener Nigel zur Universität von Edgestow, wo der Aristokrat einen Vortrag bei der Fakultät für Geschichte hält, deren Unterstützer er ist. Sein Thema ist der enigmatische Waldemar the Warlock, der sein Reich mit eiserner Faust und mit Hilfe schwarzer Magie in der entfernten Gegend Groldavien geführt haben soll. Aber die wenigen, die seinen Vortrag besuchen, lachen ihn nur aus. Seine Untersuchungen sind in den Augen der Studenten lediglich absurde Behauptungen, bei denen es nicht einmal einen Beweis für die Existenz des Hexenmeisters gibt. Lord Alistair entscheidet frustriert, selbst nach Groldavien zu reisen und persönlich nachzuforschen. Nun, alles beginnt hier, in Groldavien. These records sent to me from Vastrasia are fascinating. Look, there is a radical drop in the Groldavian population around the supposed date of Gorobek's execution, due to a huge outbreak of Red Plague. It cannot be a coincidence. Do you understand what this means? That we moved here for you to do the same thing you could be doing in London. I do not accept such levels of candor. Besides, since we have been here, I have done nothing but advance my investigations. Every conspiracy is unraveled bit by bit, and this data gives sense to Waldemar's curse. Okay, wir können nach dem Fluch fragen. Niemals der Verschwörung das zuschreiben, was durch Dummheit angemessen erklärt werden kann. Ah. Hab doch gerade schon lauter gemacht, Torum. Hab doch schon. Geht nur ein bisschen? Ja, ich mach nur ein bisschen. What curse? What are you doing during my lectures? The Warlock swore he would kill his three confidants with the very same weapons he was betrayed with. Krubajan forsook his leader, embraced the Christian faith, and by means of it spread fear in the hearts of people. Lucanesque made use of his art to propagate a terrible illness in these lands. Surely that Red Plague. Bestimmt. The mob blamed the necromancer, and Arkoff supported the revolt and used brute force to eliminate the dissenters. Do you not see? Everything fits perfectly. Außergewöhnlich, großartig, brillant. Hallo, Olaf. Na Mensch, was für tolle Möglichkeiten wir da haben. Wir nehmen brillant. Brilliant? But didn't we come here to find evidence of the existence of Waldemar? And what do you think this wonderful portrait we found here in such good condition is? I would not have found this in London.
though the style is not synchronous with the warlock's life, this is most probably nothing but a curiosity. It may have no value at all to any serious investigation. Truth is, he's... Oh, who am I trying to deceive? I'm a fraud! Was? Halten Sie durch? Wahrscheinlich muss eine Ihrer Theorien richtig sein. Das erzählt man Ihnen in der Universität seit Jahren. Komm, wir sind böse. Failure is something you should be more than used to by now. I know you try to cheer me up with your disdain, knowing my deep dislike of you, but all this unrelated data proves nothing. I came here looking for wonders, and in all these months, the only thing I could call as such is a move without incident. Damn. Where is the magic of these lands? These are just papers. Er hat's verbrannt! Der hat einfach so das Buch verbrannt. Das ist ja wohl eine Frechheit. Nostalgie-Schub? Ja, durchaus. Aber die Grafik ist doch toll. So froh, dass immer noch Point-and-Click-Spiele kommen. Ja. Ja. Was haben Sie erwartet? Sie haben sich hier eingeschlossen, seit wir ankamen. Ich hätte lieber Ihre übliche Arroganz. Zumindest muss ich mir dann Ihr Gejammer nicht an. Hi, Bishi. Ich kann nicht anders. I think you're being too harsh on yourself. Was? It is possible. Das wollte ich nicht My sagen. My desire for self-improvement is limitless, and that is taxing. And given the awful diet you make me endure, my brain does not have enough sustenance to face all of these difficult chimeras. Ja, ist schon klar. Die Diät ist schuld. That bloody migraine again. I need a bath. Maybe thus I can get my thoughts in order and rid myself of the stench of failure I emit. Oh, that's perfect timing. Get rid of whoever it is before I lose my sanity. Coming! Unterwegs! Heiner, danke fürs Zwangsauflauschen von Bishi. Dankeschön. Yes? What can I... So, was hat die da in der Hand? Console. Hey! Was hat die da in der Hand? I expected something far worse. Actually, the decoration's very tasteful. Listen! I am Lady Florence of Richmond, Countess of Beresford, and the Baroness of Graldavia and Alturia. Aber natürlich. I wish to see your master. Please, announce me immediately. But... What are you waiting for? Your master has lived here for months and has still not come to greet me. That is not proper for an English lord, mysterious as he might be. Oh, look at those windows, Lily! Lily! Oh, God! What? Her splendor is a light in the darkness of this castle. What are you looking at? Nothing. Nothing. Platz 1 im Ugliest Dog Contest. Ach so, Heiner, vielen lieben Dank nochmal fürs Zwangsverflauschen von Bishi. Bishi ist damit im 30. Monat im Kokon und darf bekommt einen eigenen Thron im Badezimmer. Vielen lieben Dank. Fledermaus-Rattenpinscher. Hallo, verdammter. Oh Mann, ey. Es ist ja... Okay, was haben wir hier? Those leather sofas are difficult to clean, but they seem to be pretty comfortable. I could never know for sure. My relationship with them is business only. Business only. Ein Thron? Ja, ein Thron im Badezimmer, Bishi. Sicher, das ist ein gutes Nein. Hätte ich gesagt, nicht. Warte, wir können... Genau, das ist das Inventar, alles klar. There's a tradition of welcoming visitors with sweets. Though we've never had many visits. So the licorice inside has become a kind of dusty, heavy mortar. Mag jemand Lakritz haben? Hm? Ja, lecker, Lakritz. So die Fenster. Maybe I'll clean those someday. But you can never be sure when it will rain with this climate. Ja, da lohnt sich natürlich auch gar nicht. Some ancestor of the masters. I think it was this one who ordered peacekeeping massacres centuries ago. Friedenserhaltendes Massaker. Oh, nicht der Normalzustand von Lakritzen? Naja, nun.
Two of those relics the Master insists on buying. I don't know how much dust has accumulated and how much is an actual part of them. So I've decided not to clean them. Okay. Some relative of the Master's, with a funny bonnet. It is difficult, though possible, to say funny and Master in the same sentence. A young and relaxed-looking lady. I think she's the Master's mother. He took after his paternal line, no doubt. Ned. Oh, ach schön. He looks like the Master, but younger and blonder. I would say he's his brother. Okay, da ist noch so eine Amphore mit der Flagge. The Ainsworth coat of arms. The Master has forbidden me to touch it. He says I would contaminate its aura of ancient lordship. I could ignore him, but I don't want to disgrace all Ainsworths. Just one in particular. Okay, er mag ihn eindeutig. That's the coat of arms of the Master's grandfather, a Scottish ship tycoon. I guess the ships remind him of where his fortune comes from. Okay. Ja, auch ein bisschen bewegen. Wir können uns bewegen, alles klar. Oh, guck mal hier, Gargoyles. Two beasts with dragon heads, goat horns and lion bodies. Despite how they look, these are probably the nicest things around here. It's like a wrinklier, grey-haired and half-bald version of the Master. He could not stand seeing age do this to him. I hope I've been able to find a new job by then. Okay. Alles klar, können wir in unser wunderschönes kleines Zimmer unter der Treppe? The Master is in his room, up the stairs to the right. Okay, wir dürfen also The Master nicht. Is in his room, up the stairs to the right. Ja, alles klar, ich verstehe. Was sind das? Buckler. Oh, da ist noch Lord ein Porträt. Lord Benedict Ainsworth II. The Master's father, I believe. Okay, alles klar. Ich mag die Synchro, ne? Die ist halt schon toll. Die ist super. Zum Ballsaal, zum Schlafzimmer, zum Studierzimmer. The Master is in his room. Up the stairs to the right. Ja, man kann es ja versuchen. Was ist denn They das? They look like two big salad bowls. And I already have my own kitchenware. Alles klar. Ich habe auch so viele Demos runtergeladen, die gespielt werden wollen, aber irgendwie null Motivation. Schwierig. So. Hat aber ein schönes Zimmer hier. Guck dir das an. I heard voices. Who was that? Some lady who insists on seeing you. She introduced herself as the Baroness of Groldavia. To me, she is like Countess Bathory. Get rid of her. Tell her I am... I don't know. I'm not in the mood for showing courtesies to an old harpy. Well, she's certainly not old. Maybe you should have a look. Uh-oh. Oh, for God's sake, how can I concentrate with a hysterical fossil howling down there? Make her stop. Right away, sir. I'm sure Archimedes did not have to struggle with this misfortune. Anyone can be a genius that way. Alter. Hysterisches Fossil. Oh. Oh. Hallo Sklave. Oh. Hey, der Falter. The Master usually asks me to put one on his face while he bathes to open and purify his pores. This one's already wet. Who knows what he's rubbed with it? Oh, okay, wir haben ein nasses Handtuch. The Master usually asks me to put one on his face while. Ja, okay, das haben wir verstanden. Alles klar, das wiederholt er nur. The Master says there's an Asian belief about water having memory, so soaking in it until you're as wrinkled as a raisin helps absorb knowledge. I prefer higher grade liquids to draw inspiration from, and I'd rather dry clean. Ein Handtuch. Wir haben das Wichtigste im Spiel schon gefunden. Ja? Ein nasses Handtuch. Perfekt. Ja? Es ist das perfekte Spiel. Absolut perfekt. Und ja, Sklave, die Cam ist wieder aus. Warum steht ja wie immer, im Titel steht ja Ausrufezeichen Cam. Es gilt noch das gleiche wie die letzten Tage. Ist ja jetzt nicht spontan abgekühlt. Leider.
So, Alistair? Did you get rid of that howling Gorgon Nein, yet? It's not as easy as it seems. Wollt ihr ihn eigentlich angucken? Do everything myself in this house? No, no. Just enjoy your bath. Finish this as soon as possible. Ah, okay. Strauchel war schneller. Danke. Alles klar, wir nehmen Shampoo mit. No more suffering shampoo. Avoid lice, chemical burns, eye lacerations and the more than probable permanent sight loss other shampoos cause. Usage. Apply dry, rub and immediately rinse. Attention, do Was? Not exceed the recommended dose or application time. It can cause hair discoloration and hyperseborrhea. Vanilla perfume. Uff, das würde ich nicht benutzen. Das Spiel heißt Season of the Warlock. Der Strauch hier hat dir die Game-Info in den Chat gepostet. Das Shampoo macht definitiv Angst. It stoically bears hours of the master's never-ending self-deception. The only salt I know of is in the kitchen. Oh, ist der böse. With these, I cut the master's hair. Though, I confess I'm tempted to use them in another way. Die Liebe. Die Liebe. The master forces me to keep it alight day and night. Yes, firewood grows on trees, but it's poor Nigel who must go and fetch it every day. Oh, armer Nigel. It's big-headed and devious, just like the master. It's a squatting figure with a tense expression. Ironically enough, it smells quite good. Ist ja aus Sandelholz. Ah, gerade wiedergekommen, düsteres Spiel. Nein, das ist super, der Lift. Das ist so super. In spite of those funny ears, it possesses a sinister look. I don't know how the master can sleep with this thing looking at him. Okay. Haben wir hier noch? Und das Bett noch? The master sleeps some 12 hours a day. Nothing to be surprised at, since he has such a fluffy mattress. Ja, kein Wunder. Lauschig ist immer gut. So, wir können zurück zur Halle, sonst ist hier auch nichts. Also dann, schauen wir mal, warum sie geschrien hat. Oh, wo ist der Hund? My little Lily, he fled from my arms and ran. Oh, he must be lost now. Verdammt. Who knows what might happen to him in such a big castle? Don't worry, the castle is not as dangerous as it may seem. I'll find him safe and sound, I promise. Oh, thank you. You are an angel. Oh, da freut sich Nigel bestimmt. An angel. Okay, alles klar. Wir gucken zuerst in unserem kleinen Zimmer nach. Vielleicht ist er ja da reingerannt. Chat. Also wenn ihr eure Schuhe auszieht, ja, und das sieht so aus, dann besucht bitte dringend einen Arzt. Oder zieht nie wieder eure Schuhe aus. It's lucky I have it here. And a shame there's not even an ounce of ventilation and I have to sleep in fear of suffocating. Hä? Wieso? Ist das nicht normal? Ach, das ist nicht normal. War das Symptom, Google? Einfach war das. Okay, was haben wir hier drin? Schrankinhalt? The place I keep my clothes when I'm not wearing them. The threadbare percale of my uniform has little in common with the soft and delicate fabrics of the master's suits. Er hat's schon nicht einfach. Nigel hat es nicht einfach. Wir machen den Schrank wieder zu. Kann ich die andere Seite aufmachen oder macht er immer die? Er macht immer die auf, okay. Wie soll ich ohne diesen Schuhmuff denn bitte abends einschlafen? Der haut mich zuverlässig um. Nigel Bundy. Ach, schön. So, was haben wir hier? It's empty, but I keep one for emergencies. Okay, für emergencies, ist klar. Glocken? A service bell system, similar to the one we had in London. Ja. Though, like in London, the master just yells at me most of the time.
Okay, Schuhpolitur. I was cleaning my shoes when I was interrupted by an absurd assignment out of nowhere. But there's so little left to do. Someday soon I'll finish. Bestimmt. Können wir nicht mitnehmen? Die gehören verbrannt, aber nicht ins offene Feuer werfen. Es könnte etwas explosiv sein. I should consider myself lucky to have two pairs of shoes. Aber dieser... Also ich meine... Alter... The mattress is hard as a rock and I always bump my head on the ceiling. But it's better than sleeping in the stable. Ah, genau. Man muss die positiven... Außerdem sieht es hier eigentlich sehr geräumig aus, tatsächlich. Leere Flasche neben dem Bett. Smart. Ah, wachsen bestimmt Pilze, die nur da wachsen. Das kann sein, Alko, nur. Ah, gerade irgendwie in den Sinn gekommen, wäre sicher auch was. Oh, weiß ich gar nicht. Ich habe ja auf jeden Fall davon gehört. Also gespielt habe ich selber nicht. My grandpa spent months in that rocker waiting for my grandma, who one day went out to get drunk and didn't return. It turns out she was recruited by a whaler. And when she finally Klar. Came back, she had a hook for a hand, an obscene tattoo and a Polynesian husband. In the end, the three of them lived happily together. My grandparents was a modern, open-minded marriage. Schon klar. Oh, noch mehr Spitzen verteilt und lästert als nice sind die Nanny. Größenverhältnis von ihm zu den Treppenstufen nimmt, dann ist er ein Zwerg. Ja, ist wahrscheinlich. Das erklärt viel. Ja, ich denke auch, das erklärt so einiges. So, also, aber hier ist der Hund offensichtlich nicht. Wir gehen also zurück zur Halle. So viel wird gespielt. Ja, es ist enorm. Es ist wirklich, wirklich, wirklich enorm. Wir könnten zur Küche gehen. Wir könnten zum Studierzimmer. Wir gehen mal zur Küche. Hallo, Woody. Oh my God. He must have jumped into the grinder, lured by the chicken liver of the master's puree. Im Stall. Es ist nicht gut. Two fine specimens. I would swear there were three yesterday. Eins weg. Ja, schade aber auch. A treasure of great recipes. This book has been with me since I first stepped foot in a kitchen. It's taught me everything I know. It's like a Bible to me. Das habe ich auch nicht erwartet. Doch, der Punkt fand. My trusty tools. Okay. Primal element. Ein wunderschöner Schweinekopf. Oh, I'm eagerly waiting to put you in the oven. This type has a vibrant color. They'd make for a good stew in the pot. Ich meine, das Gute ist, dadurch, dass er mit Lord Alistair hier alleine ist, ne, kriegt er mit Sicherheit vom Essen immer was ab. Immer. Da bleiben 100 pro Reste übrig, die er futtern kann. It's a bit hard, but I'm keeping it. You can prepare a good soup with it. Hello. Wie kommst du jetzt darauf? Verstehe ich nicht. Wie ich darauf jetzt komme. Dass die immer alleine hier sind? Hat er doch gesagt, sie haben nie Besuch. Und die, ja, und stimmt, ja, die Reste sieht man ihm vielleicht auch ein bisschen an. Ja, aber normalerweise ist ja immer so, wenn er dann sagt, er freut sich drauf, den Ofen zu schieben, ne, da geht ja, also da geht man ja dann davon aus, er kann das dann auch genießen, selbst essen. Ich meine, immerhin. Beautiful and vital condiment. Der Lord auf Diät. Stimmt. Ja, das stimmt, ja. Der Lord ist ja auf Diät. Er hat ihn ja auf Diät gesetzt. Ist das ein Halsband im Fleischwolf? Nein. Ach. Nein, nein. The master says he doesn't understand how I can eat rotten cheese. He doesn't know it's the penicillin that gives it such taste and flavor. Ah, oh, the king of cheeses. Ah. Eingelegte Eier. Versatile Ach. Appetizer. I'm not hungry at the moment. And that's the most unusual circumstance. Gewürze. A variety of fine exotic spices. Saffron, cardamom, cinnamon, tamarind. The master hates seasoning, but he hates accounting even more and won't care about the expense. Ah!
zum Glück. Wer hat den Hund durchgequirlt? Ja, das wissen wir noch nicht. The star of a multitude of tasty stews. Okay. Bohnen. Alter Topf. It's half rusted. Even if it's of no use for cooking, maybe I can find another use for it. Ha! Nehmen wir mit. Sehr schön. So. Haben wir hier noch so? Den Ofen? It's a good one. I had to sacrifice 3 Christmases in order for the master to buy it. It's the master's favorite dish. In fact, he almost exclusively eats that. It must have a special appeal to vermin. Ich wollte gerade sagen, das ist doch niemand gerne. Oder? Also, wobei, also Leber generell, Geflügelleber esse ich eigentlich echt gerne. Aber als Püree? I was ready to cut it into pieces right when I was interrupted. Nun, schrecklich geschlachtetes Tier. Ach, das ist, ach so, in Leberpastete zum Beispiel. At least he died with a full stomach, and then he ended up being part of the same paste he was digesting. Tja, bitter. Aber wer hat dran gedreht? Lily? Hey, pretty thing. Are you okay? Naja. Does that mean yes? Es hat Geräusche gemacht. Zieh's doch raus. Hey, pretty thing. Are you okay? Does that mean yes? Es quietscht doch. Lily. I think that's more than circumstantial evidence. Wenn wir, was machen wir denn jetzt? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, die Kurbel anzudrücken. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Ich würde, er dreht in die falsche Richtung. Versehentlich in die falsche Richtung. Squirrel, warte, hier. There you go. Speichern. Warte. Speichern. Gute Idee. Wir haben gespeichert. Gute Idee. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. I can't understand how poor Lily could turn the crank and end up like this. It seems like something a ghost came up with. Okay, es passiert gar nichts. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Fortunately, I can keep that kind of harebrained idea at bay. Shampoo. Schere rausschneiden. Ich glaube nicht, dass das geht. By the gods! The very idea makes me sick, even though I've been in the service of Lord Alistair Ainsworth for quite some time. Ah. Kannst du vorne aufmachen? Nee, ich glaube nicht. Also, den Fleischwolf hatten wir ja schon angedrückt. Ich glaube nicht. I don't understand how that makes sense, but the master always says my capabilities are limited. Ja, die Fähigkeiten sind begrenzt. I for one tend to act with purpose. Nee. I'd rather keep my distance until I find a way to exonerate myself. Fortunately, I can keep that kind of harebrained idea at bay. Nicht, ob wir den jetzt einfach hängen lassen. Wir lassen den mal, wo er ist. Oh, warte. Haben wir irgendwas im... Oh, wir können tatsächlich in den Stall. Oh, was zur... Was ist... Was ist denn das?
was a little predator hidden under the carriage. That would explain the disappearance of the chicken from the kitchen. Come here, pretty thing. Ow! That beast almost tore my finger off. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, das sieht doch so aus wie Lily. Das sieht doch genauso aus. Guck dir das doch mal an. Das sieht quasi genauso aus. Halsband drum, fertig. Ein Riss. One of the many cracks in the castle walls, through which a chilly wind enters every season of the year. The master calls them medieval vents. So, warte, wir probieren das jetzt noch. Also, wir holen den davor. Zack, dann den Top drauf. Schuh, little guy. Gönn dir. You're gonna choke. Das Shampoo braucht man mit Sicherheit auch noch. Hallo. Trapped, tamed, submissive. The lamb fought the beast and won. Damn. I'm starting to speak like the master. Okay. I for one tend to act with purpose. Come with Uncle Nigel. Now that he's not hungry and sees I'm not gonna hurt him, he's quite docile. In the end, I'll grow fond of him. It's what happened with the master. Alter, das Bild. Oh Gott, guck dir das an. Okay, können wir dich einschamponieren? Yay. I used all the shampoo. I have to remember to buy some more. Und Halsband drum. He needs a rinse, and something has to be done with that thick hair. Yes, I'm afraid the Baroness would notice the difference. Okay, alles klar. Also, erst schneiden. Gut. Geschnitten ist er. Und jetzt müssen wir noch ausspülen. Wo spülen wir ihn denn aus? Warte mal, wir gucken uns mal ganz kurz. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen, weil wir wollen uns ja noch ein bisschen mehr angucken. Und das Spiel spielen wir definitiv. Also so viel ist schon mal klar. Wen aber wenigstens noch. Wieso ist hier kein Wasser in der Küche? Was zur Hölle? Studierzimmer, Schlafzimmer des Meisters, zum Ballsaal. Nicht denn Wasser? In unserem Zimmer war da auch kein Wasser. Feuchte Handtuch. Ach, meistens es reicht. I have to submerge him in water in Wasser. Order to rinse ja, him. Das habe ich the mir towel gedacht. Is wet, but not enough to rinse the animal. Genau, das Ungeziefer kriegt man nicht raus. Okay. Okay. It leads to a grave. Okay, ja, ist gut. Können wir ihn kurz in die Badewanne schmeißen? Darf der Chat backseaten? Ja, da pfff. Also gerade ist mir das ziemlich egal, vor allem unabhängig davon, dass ich nicht lese. The master won't also, take his eyes off me. And I don't think he'd approve of that idea. The master doesn't appreciate pets much. I'm not sure whether it'd cause him to panic or fly into a rage. Ich darf ihn da nicht reinschmeißen. Das ist jetzt aber bitter. Ja, und nun? Ah. Wir können noch nach draußen, glaube ich. Vielleicht. Nee. Wir können auch nicht nach draußen. Habt ihr noch eine Idee? In der Küche gab es keine Spüle. War da nicht ein Fass in der Küche? Ja, aber damit kann ich nicht interagieren. Da kann ich nichts machen. Wir haben den Ofen. Es gibt tatsächlich keine Spüle in der Küche. Fragt mich nicht, warum. Weiß ich nicht. Handtuch für den Meister. Ach so, damit der. Ach so, ja, war das. Haben wir. The master usually asks me to put one on his face. Ja, warte. Hier, bitteschön. Oh, that is better. Okay. You need your nails trimmed, Nigel. But do not stop. Okay, das ist ein wenig irritierend. Gut. Achso, die Frisur haben wir ja schon gemacht. Und jetzt noch das drum. A new life awaits you in the arms of a woman who will fulfill you with hugs, kisses and love. Damn vermin. I envy you. Perfekt. Fantastisch. Kopf sieht er aus. Achso, ja. So. Sehr gut.
Da, Handtücher. Unglaublich wichtig. Hi, Florence. Oh, you little devil. Sieht identisch aus. Yes. Identisch. He's been naughty. You won't flee from Mummy's arms again, will you? Do you know if your master will keep me waiting much longer? My feet are killing me. And at your feet I bow. Same model. Yep. Lord Alastair Ainsworth, scholar, gentleman, researcher. At your service, milady. Pleased to meet you, my lord. Since you arrived in the region, you have been the talk of the town. Is that so? Truth be told, that is no surprise. It is difficult to maintain anonymity when you're constantly celebrated. Everyone wonders what kind of a lunatic would come live in this place of his own accord. Now I can say a rather gallant one in my eyes. I admit that meeting you has made the wait worthwhile. Indeed, that is something I hear often. Although I must say that if Nigel had told me I was making a raven-haired angel wait, I would have hurried. Eben, wir haben's gesagt. You make me blush. And so I shall punish myself. I am not worthy of your rosy cheeks. Oh. But tell me, m'lady, what help could a humble bookworm offer an esteemed woman such as yourself? Indeed. Oh, do not underestimate yourself, Lord Alastair. Believe me. He doesn't, usually. You are dismissed, Nigel. As you say, my lord. While out walking Lily, I could not help but come in person to invite you to our Calends of May celebration. It's the most important festival of our humble region. And we would be honored by your presence. We will celebrate this Saturday, the night of the 30th of April. The most important festival in Groldavia is held during the night of Walpurgis. And this year it is a Saturday, the Witch's Sabbath. Coincidence? Pardon? Oh, no, nothing. I was just thinking aloud. Ah, of course. I forgot. You are an intellectual. Ja, wir reden häufiger mit uns selbst. Gut. Aber, Chat, damit wir vorwärts kommen, weil wir haben nur noch 2 Stunden Zeit, dann muss ich aufhören, zwangsläufig. Würde ich tatsächlich, hier kann ich gerade nicht, Moment. You are most Mist. Kind to show such courtesy. But ich skippe mal ganz kurz. Ich bin mal so. Stimmt, ich könnte ja auch alte 4 nutzen, aber das mache ich so ungern. Die geht jetzt. Where were we? Ah, yes. Ja. Okay, alles klar. Wir haben uns einen Eindruck verschafft. Das wird definitiv ein Point-and-Click, was ich spielen werde. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Das ist ja genau mein Humor. Dieses British English passt so unglaublich gut. Grandios. Ach, schön. Da freue ich mich doch. Da haben wir doch wieder was.